Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein besonderer Tag, also eigentlich nicht, ne? Heute ist einfach nur ein Tag, aber ich habe ganz besondere Make-up-Sachen hier. Und zwar habe ich neulich ein Video von Tati gesehen. Und Tati ist amerikanische Beauty-YouTuberin seit gefühlt schon immer. Sie war zwischendurch weg, jetzt ist sie wieder da und kommt mit dem ganzen hotten Shit um die Ecke. Und zwar gibt es eine neue Marke, Jason Wu. Habe ich noch nie was von gehört, vielleicht mal irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Und ich war neulich auf der Webseite von Douglas und habe geschaut, was es so Neues gibt, mache ich ja gefühlt jeden Tag. Und da war eigentlich die komplette Jason Wu Range an Produkten oder einige zumindest. Ich glaube, das ist eine exklusive Marke für Target oder so. Ich weiß es nicht, aber es gibt sie tatsächlich schon in Deutschland. Was mich sehr gewundert hat, dass es eine so neue Marke, die recht neu in Amerika ist, auch schon hier bei uns in Deutschland gibt. Und dann dachte ich mir, komm, kaufst du mal ein bisschen ein. Kam auch super schnell an und deswegen starten wir heute mit einer neuen Marke, über die ganz Amerika gerade redet. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Produkte sind und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet nichts, mir bedeutet es die Welt und ganz, ganz bald, wahrscheinlich sogar schon nächste Woche, gibt es ein neues Produkt von mir und da freue ich mich ganz besonders drauf. Viele von euch ahnen es, einige wissen es noch nicht und ich bin ganz aufgeregt, weil das meine Make-up-Routine geändert hat. Aber ich würde vorschlagen, wir starten. Tatsächlich habe ich nur so ein paar verschiedene Sachen gekauft. Ich fand die Webseite bzw. die Produkt... Nein, ich kann die Schuld nicht auf die Produkte schieben. Ich habe einfach nicht richtig gelesen. Das hier zum Beispiel ist eine Augenbrauenpalette. Ich weiß nicht, wie viele Augenbrauen ich die nächsten 20 Jahre damit schminken sollen. Ich dachte, es ist eine Contouring-Palette. Dafür benutzen wir die jetzt auch. Weil so viele Augenbrauen habe ich nicht. Ich habe sogar gar nicht mehr so viele, weil ich mir meine abrasiert habe. Aber das ist nicht so schlimm. Ich mache als erstes mal meine Base. Bevor ich das Make-up aber auftrage, möchte ich dieses Mr. Wu Setting Spray, Base Spray, grünes Teespray benutzen. Das kommt einfach in so einer Plastikflasche. Ich finde die Verpackung erinnert mich so ein bisschen an Drogerie. Tatsächlich ist das Ganze auch recht drogerielastig. Die Preise sind so ein bisschen an Europa angepasst, ne? Also ich glaube, ich habe für alles 200 Euro oder 180 Euro ausgegeben, aber jedes Teil kostet so zwischen 10 und 20 Euro, was okay ist. Okay. Na, in dem Fall, dass ich da mit einem Video mache, das muss natürlich jeder am Ende selber entscheiden. Ich habe mir aber so ein Spray gekauft. Da ist grüner Tee mit drin, soll die Haut beruhigen, soll die Haut vorbereiten. Und ich habe das schon mal gesprüht. Und der Geruch erinnert mich an etwas. An irgendein bekanntes Setting Spray. Ich weiß nicht, ob es das All-Nighter Setting Spray ist, ob es das Skindinavia Setting Spray ist, ob es irgendeins von Catrice ist. Ich kenne diesen Geruch. Ich weiß nicht, woher er kommt. Ich finde ihn aber nicht schlecht. Hinterlässt auf jeden Fall einen sehr schönen, frischen Schein auf der Haut. Versorgt schön die Haut mit Feuchtigkeit. Und der Sprühnebel ist sehr fein. Beim Geruch, mich stört er nicht. Er verfliegt sofort, sobald er auf der Haut ist. Zack, ist er weg. Und dann riecht man ihn auch nicht mehr. Deswegen lassen wir das einmal so ein bisschen antrocknen. Ich werde einmal meine Base fertig machen soweit bis zum ersten Produkt und ihr könnt mir in der Zeit gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Erfahrungen mit Jason Wu habt. Kennt ihr ihn? Habt ihr die Produkte ausprobiert? Und wir sehen uns gleich wieder. Alright, die Base ist einmal halbwegs fertig. Wir setten das Ganze und das ist mein liebster Teil. Und zwar gibt es hier ein Ready Set Matte Prêt Feu Matte, ein Setting Puder. Da soll Rosehip Oil, also ich glaube Hagebuttenöl und Vitamin C mit drin sein. Finde ich super spannend. Auch hier Packaging okay, aber hier ist eine Menge drin. Und zwar haben wir hier ganze 24 Gramm. Das ist schon recht viel. Hier ist auch eine Puderquaste mit drin und ihr könnt sehen, die Löcher sind in Wu angerichtet? Nicht angerichtet.
Da steht Wu. Und so sieht das Ganze einmal aus. Ich gebe mir mal ein bisschen was in den Deckel. Ja, fühlt sich recht zart an. Ich gehe noch einmal kurz unter meinen Augen lang. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert, wie sich das anfühlt. Okay, she's definitiv bright. Ich gehe mal hier auf der einen Seite mit weniger Produkt lang, einfach um so einen kleinen Unterschied zu sehen, ne? Ob wir damit baken können oder setten können. Hat auf jeden Fall sofort mattiert. Hier baue ich noch ein bisschen Produkt auf. Ich glaube, ihr seht direkt den Unterschied, ne? Also heute ist es ein Full-Coverage-Matt-Look. Im Moment bin ich ja tatsächlich eher so auf Glowy. Aber das sieht erstmal ganz gut aus. Erinnert mich so ein bisschen von der Textur her und auch an den Geruch. Also das ist nicht parfümiert, da versteht mich nicht falsch. An das KKW Beauty Powder. So ein bisschen Reisstärke, würde ich sagen, ist mit drin. Ich habe die Verpackung leider nicht mehr. Aber es gefällt mir auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Vielleicht seht ihr dann den Blurring-Effekt. So, schaut euch das Ganze mal an. Ich gehe jetzt hier nochmal rüber, um das alles ordentlich zu machen. Also es ist schon sehr perfektioniert. Hier lasse ich das Ganze noch einen kleinen Moment baken. Aber First Impression, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich würde sagen, es hat so eine kleine, minimale Deckkraft mit drin. Dadurch, dass es so in die leicht gelbliche Richtung geht. Ich glaube, es gab das sogar in verschiedenen Farben. Ich setze euch die Produkte aber alle unten einmal lang. Also, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich nehme mal auf der anderen Seite das Puder weg. Seht ihr gleich, ne? Das hat gleich so ein Stückchen nochmal aufgehellt. Wenn ihr das eine Minute drauf lasst, dann kann sich das so ein bisschen besser mit dem Puder verbinden. Ihr könntet damit vermutlich auch baken. Ich bin jetzt ein bisschen blass. Ich habe die Foundation extra etwas heller gewählt, damit wir gleich nicht ganz so große Probleme mit dem Contouring-Puder haben. Aber gefällt mir sehr gut. First Impression kann ich empfehlen. Ich werde es die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal weiter tragen. Heute ist Freitag. Ihr seht das Video auch erst in einer Woche. Bis dahin habe ich das mit Sicherheit noch 2, 3, 4 Mal getragen. Auch auf einem längeren Zeit. Auch für längere Zeit. Ich bin am Wochenende ja unterwegs. Gefällt mir gut. Hat schön mattiert. Aber es sieht nicht trocken aus jetzt, ne? Also das ist mir ja ganz wichtig bei so Setting-Pudern. Es ist nicht trocken. Es ist matt. Sieht gut aus. Ich gehe einmal ganz schnell durch meine Augenbrauen durch. Ich habe mir hinten ja wieder so ein Stückchen abrasiert. Ariana Grande is shaking. Und tatsächlich habe ich ein Produkt aufgebraucht hier gerade von SheGlam. Aber den habe ich gerne benutzt. Ich bin doch doof. Wir haben doch eine Augenbrauenpalette. Wir haben diese Augenbrauenpalette. Offensichtlich gehe ich damit jetzt nicht mehr durch meine Augenbrauen. Die gab es auch in anderen Farben. Ich habe aber logischerweise gedacht, das ist eine Contouring-Palette und habe die hellere genommen. Also es gibt auch noch eine dunklere. Ich gehe jetzt hier einfach mal kurz lang. Konturieren könnte damit jetzt echt schwierig sein. Sie sehen recht gut pigmentiert aus. Ich gehe jetzt mal ganz, 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 ganz vorsichtig in den hellsten Ton. Arbeite mir das erst hier auf der Hand ein. Wow. Wenn ihr einen olivenen Unterton habt, ist das eure Contouring-Palette. Weil der auch so ein bisschen oliv ist und ihr damit natürlich exakt euren Unterton trefft und den nur schattiert. Ich bin normalerweise, also ihr seht es ja immer an meinen Händen, ich bin sehr gelb, ich bin sehr grün, wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein kleines Marsmännchen. Aber also dafür geht's. Als Augenbraue würde ich wahrscheinlich nur die dunkle benutzen können, aber wenn ihr blond seid, habt ihr damit schon mal gute Farben. Ich bin aber tatsächlich überrascht von der als Contouring-Palette. Und im Prinzip, das ist verrückt, ne? Augenbrauenprodukte sind günstiger als Contouring-Paletten. Und wenn ich das jetzt hier gleich ein bisschen aufwärme mit einem Bronzer, snatched. Wow. Liebe ich. Ich mache ein bisschen Bronzer rüber. Da gab es keinen. Ich nehme hier jetzt einen meiner absoluten Lieblingsbronzer, ne? Von Glowish. Ich liebe den, weil der so ein bisschen gebacken ist und diese Textur. Und blende mir den jetzt einfach in die Kontur mit rein. Und dadurch wärmt sich das Ganze auf und sieht dann nicht mehr ganz so verrückt. Es ist schon verrückt, ne? Aber das ja immer noch so ein bisschen ausblenden. Ich habe noch einen wärmeren Bronzer, den von Letizia. Gehe ich einfach mal rein. Den benutze ich auch recht oft. Wow, that's a contour. Okay, also das Puder gefällt mir sehr gut, was ich eben benutzt habe, das Setting-Puder, weil es nicht zu, also die Oberfläche der Haut ist schön, sodass ich alles recht weich verblenden kann. Klar, ich habe jetzt eine starke Contour, aber we love a strong contour hier in meinem Pfannkuchengesicht. Wir geben uns ein bisschen Blush auf. Auch da hatte ich keinen, wobei könnten wir den Liquid Lipstick, nee, können wir nicht. Der ist zu cremig. Blush benutzen wir auch von Letizia. Auch aktuell super gerne benutzt.
That's a full coverage Make-up look today. Wow, okay, ich liebe meine Base gerade. Ich bin ja in letzter Zeit eher so glowy, dezent, wenig Produkt und das war ja eigentlich so früher mein Standard, ne? Aber im Moment, also jetzt mal wieder mich so zu sehen. We love that. Wir haben noch ein Base-Produkt. Das ist, kennt ihr Frack? Frack ist ein Produkt, um sich künstliche, wie heißt das, Sommersprossen aufzutragen. War vor einer Weile ein riesengroßer Trend. Das Frack-Ding ist aber sehr, sehr teuer. Habe ich das hier noch rumfliegen? Dieses Ding hier kostet, glaube ich, 24 Euro. Im Gegenzug gibt es das hier. Das ist iconic, dieses Ding. Jetzt hat Jason Wu aber das rausgebracht. Ich nehme auch an, dass es das in verschiedenen Farben gibt. Ich trage mir jetzt mal hier nur so ein paar Punkte auf und dann einen sauberen Finger nehmen und einfach wie so ein Stempelkissen hier rüber gehen. So, dann habt ihr nur so einen ganz, ganz leichten Freckled-Look und die halten wirklich den ganzen Tag. Das ist verrückt. Also ab und zu finde ich das ganz schön. Was ich nicht mag, ist bei so einem Full-Full-Coverage-Make-up-Look, so wie ich es jetzt habe. Ich finde, da sieht es dann halt immer kacke aus, weil jeder sieht, dass du ein Full-Coverage-Make-up hast und da kommen keine Freckles durch. Egal wie. Also, das ist ja das Ziel von Full-Coverage-Make-up, ne? So ein bisschen, dass halt nichts durchkommt und dann Freckles rüber, verstehe ich nicht. Was ich aber ganz süß finde, ist, wenn man ein No-Make-up-Make-up-Look trägt, ja? Und dann, wenn man selbst vielleicht Freckles hat, sich da einfach nochmal so ein paar künstliche mit reinsetzt. Die Farbe ist ein bisschen wärmer als die von Frack. Fällt mir jetzt so erstmal direkt auf, was jetzt erstmal nicht schlimm ist. Sieht auch ein bisschen aus wie Sams. Also, ich habe es mitbestellt, einfach um euch zu zeigen, dass es auch eine wesentlich günstigere Alternative gibt. Gefällt mir persönlich, ich trage es nicht mehr. Vor allem nicht zu Full Coverage Looks. Aber that's okay. Und dann haben wir eine Lidschattenpalette. Auch da gab es, glaube ich, zwei verschiedene. Ich habe mich für die What It Is Flora Pricky Pear eine Lidschattenpalette entschieden. Die sieht so, sehen viele Farben recht matt aus. Und sobald ich sie drehe, haben wir eigentlich nur dieses Braun oder diesen dunklen Ton als matt. Ich wollte jetzt mal in dieses Rot reingehen, um zu schauen, wie schimmerig die ist. Schon sehr schimmerig, ne? Also es ist okay. Was machen wir denn? Machen wir einen super shimmery look today? Weil ich habe nämlich was Cooles gekauft. Das ist ein Liquid Eyeshadow. Stehe ich total drauf. Und der sieht super schön aus. Erstmal können wir kurz über diese Vibes hier reden. Eigentlich hätte ich mich noch beige anziehen müssen und dann hättet ihr gar nichts mehr gesehen. Selbe Gesichtsfarbe wie meine Wand, selbe Gesichtsfarbe wie das T-Shirt und die Verpackung in derselben Farbe. Wow. Ich hole euch wieder ein Stückchen heran. Schauen wir mal, was wir damit jetzt machen. Also, die Farben sind wunderschön, ne? Versteht mich nicht falsch. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Es sieht, je nachdem, wie das Licht reinfällt, immer komplett anders aus. Hier ist ein bisschen grüner Glitzer drin. Hier haben wir einen richtig schönen hellen Schimmerton. Den könnten wir als Highlight benutzen. Ich gehe hier und hier so ein bisschen rein. Das ist natürlich jetzt ein recht grober Glitzer, aber ist süß. Oh, der Rosane gefällt mir gut. Hier ist er mir ein bisschen zu gelblich. Egal, wir machen Make-up. Okay, so seht ihr die Base auch nochmal von Namen. Also wie gesagt, Freckles würde ich nicht machen. Bin ich raus aus dem Alter, wollte ich gerade sagen. Ich habe halt keine Freckles. Warum soll ich mir dann Freckles raufmalen? Ab und zu sieht es ganz cute aus, aber nicht bei Full Coverage. Macht's lieber nicht, Freunde. Jeder sieht, dass es fake ist. Wir gehen jetzt einfach mal hier in diesen, ja, Mauve-Ton mit Schimmer. Vielleicht geht der Schimmer weg, wenn ich klopfe, weil das ja so ein bisschen lockerer drin ist. Also sie hat auf jeden Fall Kickback, die Palette. Wunderschöne Farbe. Das ist so ein richtig schöner Alt-Rosé-Ton, der bei hellen Häutchen sehr, sehr gut aussieht. Ich finde, die ganze Kollektion ist auch recht gut auf verschiedene Hauttöne abgestimmt, muss man sagen, ne? Also es ist jetzt nicht nur was für weiß, sondern es ist auch was für wesentlich dunkler mit dabei. Ob das alles bei Douglas ist, weiß ich nicht. Ich habe auf der Webseite geschaut. Das ist schon sehr inclusive, muss man sagen. Auch die Kampagne. Jason Wu ist ja auch asiatischer Abstammung. Da sieht man schon, dass da nicht ein alter weißer Mann nur hinter saß. Wunderschöne Farbe. Das ist so eine Farbe, die würde ich auch einfach so tragen, ne? Also wirklich nur die Farbe, vielleicht einen schönen Schimmer rüber und ihr habt so einen romantischen Look. Romantischer Look habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Aber ihr seht, ne? Also dadurch, also der Schimmer kommt nicht wirklich raus, weil der nur so ganz leicht ist. Vielleicht ist es auch einfach so gemacht, dass es nur so aussieht, als wäre da Schimmer drin. Kann ich mir auch gut als Blush vorstellen, hier so ein bisschen reingeblendet. Ich fühle mich sehr, sehr gut gerade. Das habe ich ab und zu bei Make-up. In letzter Zeit nicht mehr ganz so oft. Ich weiß nicht warum. Irgendwie
habe ich mich nach den Videos immer nicht so, nicht schön gefühlt. Jetzt, abgesehen von den Freckles, fühle ich mich schön. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn das Make-up kann. Ich gehe jetzt mit dem Rot hier gleich noch so ein bisschen rein. Die ist recht soft. Ich gehe jetzt aber auch mit dem Blendepinsel rein. Ich will erstmal so einen zarten Aufbau der Farbe haben. Aber süß! Ich weiß nicht, warum mir das gerade gefällt. Es ist ja jetzt nichts Spektakuläres. Ich gehe jetzt ganz leicht hier in den dunklen Ton rein und verdunkle mir das. Und auch der ist recht soft. Aber dadurch wird der Look nicht zu viel. Also ihr seht, ne, das ist ein sehr dezentes Make-up. Ich gehe jetzt auch nur mit dem Blendepinsel rein. Ne? Ich weiß es nicht, warum. Die ist nicht. Also sie ist gut pigmentiert, jetzt aber nicht krass. Aber wenn man das will, wenn man genau diesen super, super soften Look haben möchte, I love it. Ich swatch euch nochmal ganz kurz hier den Schimmerton hier und hier. Die Schimmer sehen sehr gut aus, vor allen Dingen der hier ist so ein bisschen rosaner und auch der goldene Ton. Also die Schimmer sind krass, die Matt sind soft. Ich gehe jetzt ganz leicht als Grundlage in diesen goldenen hier. Und das würde schon reichen als Look, aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht ich wäre und den ganzen Look jetzt wahrscheinlich kaputt machen werde mit diesem Liquid Eyeshadow. Auch den gab es in vielen verschiedenen Farben. Packaging fühlt sich hier bis jetzt am besten an. Und wir gehen da jetzt einfach mal rüber. Boom. Freunde, wenn ihr könnt, Liquid Eyeshadows. Da kommt eine Pudertextur nicht ran. Also das geht gar nicht. Bisschen ausblenden, kurz antrocknen lassen. Schaut mal, und wie schnell das ging, ne? Ihr spart euch Cut Crease ziehen, dann mit einem Schimmer rüber. Einfach zack. Ein super minimalistischer Look. Ich lasse den Schimmer jetzt gerade noch so ein bisschen antrocknen. Will mir in der Zeit aber was auf die Lippen geben. Und zwar haben wir hier einen Stay in Line Lip Pencil in der Farbe Nudist. Es gibt viele verschiedene Farben und es gibt zu den Lip Linern auch den passenden Lippenstift und den Liquid Lipstick. Oder was ist das hier? Ja, ich denke mal, das ist so ein Fluffy Texture. Ich trage mir jetzt erstmal die Lippenkontur damit auf. Kleiner Tipp, wenn ihr euch Nude Lips machen wollt, geht immer mit eurer Foundation über die Kontur. Dann ist das einfacher und ihr habt ein nudigeres Ergebnis. Also die Farbe kommt jetzt bei mir nicht raus. Ist aber eine schöne Farbe. Ich glaube, das ist einfach zu nah an meiner Farbe gerade. Ist schon eine cute Farbe, ne? Wartet mal, wir gehen jetzt hier mit diesem Honey Fluff rüber. Ich mag das Füßchen sehr gerne. Auch hier, es riecht nicht. Alles ist übrigens vegan und cruelty-free, ne? Oh, wow. Leider hat die Kamera gerade nicht mehr gefilmt, weil die Speicherkarte voll gewesen ist. Ich habe mir den Fluff Paint aufgetragen. Ich weiß nicht, wo sie aufgehört hat. Das ist die schönste Farbe für meine Nude Lips, die ich jemals gesehen habe. Ich habe ein bisschen Mascara einfach drauf gemacht, weil das so ein effortless, full coverage sieht aus, als wäre sie gerade aufgestanden. Aber oh, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist der simpelste, langweiligste Look, den man schminken kann. Aber ich fühle mich fantastisch. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt es daran, dass ich gerade gute Laune habe? Eigentlich nicht. Ich habe, mir platzt der Kopf eigentlich. Aber das Make-up ist iconic. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Es hat super viel Spaß gemacht. Der Lippenpuff, der wird nicht matt. Es fühlt sich nicht trocken an. Er ist so leicht mattiert. Ist wie so die NYX Powerpuff. Paint Puff. Was weiß ich. Tolle Produkte. Ich schaue direkt nach diesem Video, was es noch gibt, weil qualitativ 1A. Es sieht schön aus. Der Liquid Eyeshadow. Schaut euch diese Reflexion auf den Augen an. Große, große Empfehlung. Wenn das, aber das wird halten. Also da passiert jetzt nicht. Ich habe diese Erfahrung, ne? Da wird nicht schmieren. Wenn der richtig trocken ist, der ist trocken. Wenn ihr ölige Lider habt, geht ein bisschen Puder runter. Wunder, wunderschönes Make-up. Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Jason Wu, du wirst dieses Video wahrscheinlich nie sehen, aber iconic. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf.